Jo Leute, was geht? Ich bin's wieder, der Devil of Tanks. Und willkommen zu einer weiteren Runde World of Tanks. Und ja, wir haben wieder diese drei Panzer, mit denen wir weiter leveln. T-54-1 25k haben wir schon, beim T-25-2 23k und beim Su-122-55 haben wir 56k und 9k freie Erfahrungen. Und die benutzen wir, um unsere Topgun zu kaufen, denn uns, also mir, zumindest geht die richtig auf die Nerven. Und Alter, schaut euch das an, wie teuer die ist. Die ist schon richtig teuer. 140k und hier kostet die 300k. Also schon das Doppelte fast. Egal, gekauft. Habt ihr die Kohle. Außerdem habe ich mein Super Pershing. Kann ich wieder nachholen. So sieht die aus. Sieht ganz normal aus wie die Top Gun vom IS-8, vom ST-1, vom IS-4 und so weiter und so fort. So, wir tun das hier alles weg. Ja, vielleicht zwei Stück. Vielleicht zwei Stück alle. Behalten wir so 33 Schuss, alles cool. Jetzt kostet uns die Munition statt 1200, 1000. Das ist schon einiges, weil ich komme immer so viel ins Minus. Und ja, wir starten das Match gleich. Erstmal der T-25-2, wir gehen so stufenweise vor, weil wir haben hier zwei Neuner und der T-54-1 ist also immer das letzte, was dann als letztes drankommt. Und ja, wir haben noch 1000 freie Erfahrungen, deswegen schadet es nicht. Und mal sehen, ob wir jetzt ein gutes Match erwischen oder nicht. Denn darum geht's ja. Und natürlich kriegen wir das Arsch-Match, ne? Wie man es halt so gerne hat. Ja. So, mal überlegen. Auf jeden Fall haben sie richtig viele TDs. Ein paar Scouts. Also ich würde mich nicht gerne gegen den T-71 anlegen, denn der hat richtig. Ich glaube, der hat 5 oder 6 Schuss im Magazin. Ich erinnere mich nicht mehr. Und ja, 5 mal 100, schon 500 Damage, kommt natürlich jedes Mal durch. Ja, ich glaube, ich mache den Risk und so und fahre einfach mal in die Mitte. Ungern, dass ich jetzt in die Mitte fahre. Ich würde eigentlich runterfahren oder halt hier zumindest verteidigen, aber das hat irgendwie gar keinen Sinn, denn das sind so viele Achter und Neuner. Ich bin Siebener. Mann, wieso kriege ich so ein Match? Ich bin parallel zur Artillerie. Das ist natürlich nicht so prickelnd ist und so. Naja, egal. Fahren wir jetzt einfach mal hier entlang. Unsere Leute wollen wir ja nicht spotten lassen. Okay, da ist ja schon der Vierer. Ich hoffe, ich komme an zum Stein, bevor ich sterbe. Ich hoffe, ich komme an. Einen Treffer habe ich schon kassiert. Sehr gut. Haben wir jetzt einmal erreicht. Ja, reinzoomen. Ein Treffer und das war's mit dem ELC. So, Artillerie wird sich wahrscheinlich nicht so nah an mich ranwagen. Nur noch diese Gebüsche, die nerven. TD mit Turm. Super geil. Ich freue mich schon auf den T28 Proto. Da kann ich mich auch gegen 9er messen. Dann wird es auch nicht so schlimm. Ja, du Scout bist hier nicht wirklich willkommen. Außer nur als irgendwelche zusätzliche Hilfe. Hinterfahren. Hab schon Angst, irgendwie hier so richtig zu stehen, damit ich der Gegner nicht sieht. So, Artillerie wurde schon gespottet. Hat auch gerade ihren ersten Kill gemacht. Jetzt weiß ich schon mal, dass ich vor der Artillerie sicher bin, aber der Gegner kann trotzdem noch kämpfen. Er kann und wird kämpfen, denke ich mal. So, ich hoffe mal. Ich hoffe mal, ich hoffe mal. Ja, es kommt keiner wirklich in mein Sichtfeld. Nur kurz rauspieken. Ja, ich habe immer noch leider keinen sechsten Sinn. Dauert halt länger, den zu kriegen. So, die Isu wird da zerlegt. Ist auch gut so. Die Isu ist auch so ein nerviger Panzer. Ein Achter, der ja richtig viel Damage machen kann. Ich frage mich, ob der jetzt was machen will. Okay, wenn der vorfährt, dann weiß ich nicht. Vielleicht spottet der jemanden. Auf jeden Fall sind da einiges an Leuten, die er spotten kann. Ah, okay, er ist schon hinter den Schutt gefahren. Vielleicht treffe ich ihn jetzt. Jo, jetzt treffe ich den Scout ein bisschen. Der Scout wird natürlich ein bisschen getrollt. Aha, da ist einer. Das ist ein IS-ST1. Ja, das gefällt mir natürlich nicht, dass er mich hier anschauen kann. Ah, ich habe 50%, aber diese 50%, Alter, wie gut kann ich die schon ausnutzen? Gar nicht.
Ja, dafür bin ich noch viel zu schlecht. Zu schlecht mit der Gun und so. Die Top Gun ist halt nicht so nice. Warte, ich wollte gerne wissen, wer das ist, weil das stört mich. So. Ich hoffe mal, ich habe es richtig gesehen, dass das ein Diner war. Schließlich, ja, das war ein Diner. Und ich wurde natürlich gesehen und getroffen, was ich natürlich nicht gut finde. Wie auch immer, der mich getroffen hat, mit Damage, zeigt es mir nicht mal an. Finde ich voll scheiße. Obwohl, hier hat er mich getroffen. Von unten natürlich, ne? Was Sinn macht. Wieso werde ich gesehen und ich sehe keinen? Das ist immer noch dieselbe Frage, die ich mir immer stelle. Naja. Da steht der. Ja, da steht einer. Ich weiß gar nicht, ob ich hier, es sich überhaupt lohnt, jetzt hier noch weiterzufahren oder eher gleich lieber zu sterben. Habe ich immer getroffen, eine kleine Schlampe. So. Ich fahre natürlich außen rum. Da hast du noch ein Damage von mir. Oh, hier stickst du dran. Jetzt habe ich hier auf die Kette gesetzt. Und jetzt hoffentlich kann ich noch ein Damage hinterherjagen. Sehr gut. Vielleicht töte ich dich? Nein, werde ich nicht. Aha, da sehen wir den I-75, der noch nicht in meinem Sichtbereich ist. Ah, da ist er. Okay. Na, ich sehe ihn natürlich noch nicht. 6-6. Ich hoffe, die Leute. Uiuiui. Ich habe auf jeden Fall schon versucht, angeschossen zu werden. Was mir natürlich nicht gefällt. Oh, ich muss schnell drehen, schnell drehen. Ich muss den I-75 hier in Sichtweite haben. Ah, ich komme bei dem hier eh nicht durch an der Seite. Ich weiß jetzt gar nicht, wie lange ich ihn sehen kann hier. Ja, sie gehen, der ging nicht durch. Die Gnade nicht durch. 9-8. 3-9 dann auch. Ansonsten. Hoffentlich. Ist der letzte E75 natürlich auch am Leben. Ich will nicht ungern sterben. Da ist der volle ST1. Okay. Das heißt, unsere letzten Probleme sind die TDs. Und da ist der T30 natürlich. Ich kriege ihn gleich wahrscheinlich hierher. Ja. Er wird kommen und ich werde auch kommen, lieber zuerst als gar nicht. Versuche ihn lieber Damage zu machen. Ah, scheiße. Isu hat mich gesehen, sehr gut. Ja, da kam sie auch von hinten. Na ja, gut, ich konnte auch nichts machen gegen Neuner. Ach nee, da bin ich lieber beim IS unterwegs. Denn der IS packt das schon gegen Neuner. Aber sowas doch nicht. Kam gerade mal so beim T30 durch. Egal, das wird jetzt eher eine Niederlage, das kann man jetzt nicht ändern. Und dann gehen wir natürlich mit der Sue und versuchen unser erstes Match mit der Top Gun. Ich hoffe, die wird nicht so enttäuschen wie die vorherige Gun. Denn ich mag keine Enttäuschungen von Top Guns. Ich will durchkommen, ich will Damage machen. Auf jeden Fall ist sie schon gar nicht so schlecht. Die sieht auf jeden Fall viel länger aus als die davor. Eine fast optimale Map, um sie zu testen, denke ich mal. Nur man muss halt einen richtig. Der Vorteil hat an dem Panzer, was ich euch allen sagen kann, schon mal, Wendigkeit ist perfekt bei dem Panzer. Das ist optimal. Kein Gegner kann dich umkreisen. Außer setzt dich zweimal auf die Kette, dann bist du im Arsch, ne? Aber ansonsten kann er dich nicht umkreisen. Und Schnelligkeit ist dabei, klar. Aber ansonsten packte der Panzer alles. So, wir laden, ich habe Erinnerung noch, wir haben Nachladezeit von 8,9 oder sowas gehabt. Wir haben hier, ah nein, wir hatten, ich erinnere mich nicht mehr, 7, oder sowas, 7,9 war das, 7,89 oder sowas. Und jetzt haben wir 8,63. Ich hoffe, das enttäuscht nicht, ich hoffe, das enttäuscht nicht. Also, ich mache mich auf dem Weg zur besten, also zu der einzigen Position, an der ich mich eigentlich wage zu spielen. Die anderen gefallen mir nicht. Zum Beispiel an der Position J3, da sich einfach zu verkämpfen und warten, bis die Gegner wahrscheinlich kommen oder auch nicht. Man weiß es ja nicht. Aber hier kann man wenigstens kämpfen und sterben wie ein Mann. Und nicht wie ein kleiner, keine Ahnung, Nichtskönner, einfach nur am Campen dauerhaft. Wie zum Beispiel der Objekt. Nein, das ist ein ganz anderer Panzer.
Was ist der SFL? Okay. Ja, sehen tue ich keinen noch. Meistens kommen, also meistens nicht, aber öfters mal kommen hier die Gegner runter und meine Hände schwitzen. Und ja, okay, der eine wird zerlegt, der Objekt. So ein Trottel. Und ja, Leute, ich spiele hier mit meinen verschwitzten Händen und das heißt, bei mir ist es sehr heiß. Und ihr könnt mal in die Kommentare schreiben, wie ist bei euch so das Wetter? Kalt oder richtig heiß? Bei mir ist es richtig heiß, ich werde sterben hier vor Wärme. Ich will meinen ersten Damage machen. Das war ein enttäuschender Schuss, der war echt enttäuschend. Jetzt bin ich beleidigt vom Spiel. Nein, jetzt bin ich beleidigt vom Panzer. Und da sehe ich was, da sehe ich was. Das ist der Proto. Ich hoffe, ich habe getroffen, Alter, sonst bin ich traurig. Sonst bin ich traurig. Ich habe auf jeden Fall meine Scherenfernrohr dabei. Muss ich mir eine maximale Sichtweite irgendwie rausholen, weil 390 Meter sehen ist scheiße. Da kann ja der E75 mehr sehen. Ah, natürlich treffe ich ihn nicht. Jetzt habe ich dich getroffen. 470 Damage. Sehr schön. Okay. Jetzt kommen auf jeden Fall mehr als, also Durchschnittsdamage 300 irgendwas. Und Maximum 500. 30, wenn ich mich recht erinnern kann. Ja, der IS-8 kann da einfach mal locker rausfahren. Wieso er das nicht tut, weiß ich auch nicht. Na, okay. Jetzt sehe ich den nicht, natürlich. Naja, ich würde mal gerne schießen, wenn du dich mal nicht so oft bewegen würdest. Ja, schieße ich mal auf den IS-8. Ich meine, das ist mir auch egal. Solange ich nicht gesehen werde, ist es mir wurscht. Ja, da sehe ich nichts. Ah, da bewegt sich wieder was. Da habe ich dir wieder ein Damage gegeben. Schließlich sind die zu zweit unterwegs. So. Ja, man muss mit dem Super Pershing auch spielen können. Ansonsten hat es ja keinen Sinn, oder? Mir gefällt er. Sogar mein Kumpel hat hier gespielt mit dem Super Pershing und er kann halt nicht so gut spielen. Er muss noch, ist noch in der Anfangsphase. So, er muss lernen mit Achtern und so zu spielen, aber er kann es. Ein bisschen. Also mit großer Hilfe kann er das. Genauigkeit vom Panzer steigt nicht ab. Das ist gut. Mag ich. Like? Nein, Scherz. Und ja, mit dem Super Pershing kommst du halt sehr schlecht ins Minus, wenn du sogar verkackst oder dein Team verkackt. Da kommst du auch nicht ins Minus. Solange du ein bisschen triffst, ein bisschen Damage machst, ist alles cool. Ich ziehe mich mal nach hinten, denn ich sehe da gerade einen am Bewegen. Ja, jetzt schieße ich da nicht mehr. Ich habe jetzt wie viele Schüsse vergeudet? 2 oder 3 Schüsse habe ich vergeudet. Aber der Rest hat so lange getroffen. Ah, sehr schön. Ich sehe da niemanden im Moment. Aber ich würde gern den. Ja, ich würde dich sehen. Tiger 2. Nicht getroffen. Ja, ich musste lieber in der Ansicht sein. Wenn ich schon schieße. Ich hätte jetzt gerne den Tiger 2 wieder gesehen. Habe seine Position jetzt nicht gemerkt. Leider. Schade, schade, da ist er. Hau nicht ab, Süßer. So. Vollkommen auszielen und Feuer. Getroffen, sehr schön. Vielleicht tötet ihn jemand, vielleicht töte ich ihn. Mal sehen. Ja, ich töte ihn. So. Der Japs, der fährt hier auch entlang. Ja, der bleibt stehen. Dann gebe ich ihm nochmal Damage mit. So, da sehe ich ihn nicht mehr. Okay. 6-2, okay, bei mir läuft es auf jeden Fall. Meine Teams sind hier nicht so schlimm. Ja, die Super Pershings haben es schon verkackt. Auf jeden Fall, hoffentlich wird es nicht so schlimm enden hier. Oh, der haut schon ab. Ah, ich hätte den so gern getroffen. Naja, man kann nicht alles haben. Mir gefällt nicht, dass das ein Franzose ist. Nein, das ist der KV-3. Der KV-3, den schieße ich gerne in die Fresse. Der hat gleich 1300 Leben verloren. Alter, krasser Scheiße. So, der T29 jetzt noch. Der sich denkt, ja, ich treffe dich auch mal. Schicken wir dich auch mal in die Hölle. Alter, ist das dein Ernst?
Dafür gibt's Rache. Artillerie lebt noch. Habe ich schon vergessen, dass die Artillerie überhaupt gibt. Auf jeden Fall muss man seine Schüsse präzise machen. Setzen, eher gesagt, wollte ich sagen. Eher gesagt, wollte ich sagen, ne? Deutsch läuft. So, ja gut. Wir haben hoffentlich gewonnen. Boah, wenn mich jetzt die Artillerie one-shottet, dann bin ich traurig. Sehr gut. Sehr gut, ich komme. Ja, das war echt unnötig, den Kill zu klauen, aber ja, niemand würde wirklich sterben. So, die Artillerie jetzt noch, aber die wird schon erledigt. Sehr schön. Das war doch gute Runde, das war gute Runde. Das hat den ersten Schuss gleich verkackt, aber passiert halt noch bei mir, ne? So, 908 Erfahrung auf die Hand. Hab sogar fast mehr als der IS-8, aber der IS-8 hat natürlich mehr und besser. Glückwunsch. Wir kommen jetzt auch ins Plus, mal endlich. Nach so vielen Schüssen wäre ich eigentlich im Minus. Und ja, wir drehen mal die letzte Runde dann mit dem T-55E1. Und ja, das eigentlich nächste Ziel wäre jetzt nicht die 10er von den beiden Neunern, sondern eher der 8er. Und ich mache noch nebenbei so eine Sache, und zwar level ich gerade den 4er der Russen auf den T-34 und dann auf den T-34-85. Ja, das ist dann der russische Panzer der Stufe 6. Den werde ich auch behalten und dann kaufe ich mir natürlich den KPO-2. Will ich ja auch, also wollt ihr, dass ich ihn auch behalte, spiele auch mit dem gerne dann. Und ja, deine beschwert sich schon über Verlieren, Alter. Ja. Dann tue ich auch mal die gleich niedrigeren Panzer freischalten alle. Und natürlich, wenn ich erst alle Nationen freigeschaltet habe, dann Auf kriege geht's! ich, also nachdem ich alle freigeschaltet habe, dann kaufe ich mir alle Panzer von 1 bis 10 jeder Nation, werden in meiner Garage stehen. Aber das kann noch vielleicht ein Jährchen dauern. Oder zwei. Denn ich habe ja schon richtig lange dafür gebraucht, meine Russen hier auszubauen, und ich bin sozusagen schon fertig mit den Russen. Das einzige, was ich halt noch kaufen muss, ist erforschen, denke ich mal, ist die Su-14-2. Nein, die Su-14-1, sorry, die Su-14-1. Aber da fährt man ja eine 6er-Arti und dafür ist cool, läuft. Oh, ich fahre hier irgendwie zu. Nein, ich fahre ganz normal eigentlich. Umdrehen, umdrehen, verkacken. Oh, scheiße, scheiße, mein Team, ah, mein Team, AIDS, über sie, AIDS. Nein. Oh, es ist echt schwer zu spielen, wenn es so heiß ist, Alter. Das ist richtig böse. Na, das war unnötig, dieser Versuch. Der ist mir zu schnell. Badshot-Arty, ja, die würde entweder da hinten stehen. Was mir nicht gefällt, dass meine Leute hier so lange brauchen. Meine Leute brauchen so lange. Ja, ich mache jetzt den Peak. Ein kleiner riskanten Peak, ob da jemand ist. Aha, da ist ein Neuner. Peak. Hat sich voll gelohnt, der Peak. Alter Schwede. So, ich habe schon 1000 Leben verloren, läuft bei mir. Ja, ich komme beim 10er nicht durch in die untere Wanne, das ist natürlich beleidigend. Ja, fahr auf mich raus, ich habe eh keine Chance jetzt zu überleben. Wenn meine Leute einfach mal da hinten stehen. Und ja, fahr einfach raus auf mich und töte mich. Ja, mich kannst du vergessen zu rammen. Einfach nur der zweite Zehner. Und tötet mich, ja gut. Das war wohl eine schnelle Runde. Aber gut, das war schon alles klar, weil mein Team einfach zu dumm ist, um zu verstehen, dass man die Stadt eigentlich verteidigen muss und nicht dieses dreckige Loch hier. Bringt ja eh nichts, wenn da zwei, drei TDs sind und die jetzt einfach nicht zerlegen. Aber egal. Wir hatten zwei gute Runden und eine natürlich, die gleich verkackt wurde. Aber ich hoffe, euch hat der Part gefallen und wir sehen uns dann im nächsten Part wieder. Ciao!